Lettuntraute x27 Semikolon ist ein Seiuliadice, rührende Worte an Massimo. Mit diesen Worten zollt Julia Dietze, 37, ihrem Tanzpartner Massimo Sinato mit akut, 37, größten Respekt. Auf dem Let's-Dance-Parkett harmonieren die Schauspielerin und der Profitänzer perfekt, mit atemberaubenden Auftritten sahnen die beiden in der RTL-Show Woche für Woche die höchsten Punktzahlen ab. Und die Hammer-Performances kommen nicht von ungefähr, sondern von harten Trainingseinheiten. Julia richtet jetzt eine rührende Botschaft an ihren Tanztrainer, denn durch ihn hat sie ihre Leidenschaft fürs Tanzen entdeckt. Massimo ist für mich ein sehr guter Mentor. Ich habe einen großen Respekt vor ihm. Es ist irgendwie so, als ob er mir Flügel verliehen hätte mit dem Tanzen, offenbarte die Ironsky-Darstellerin im Promiflash-Interview. Besonders im Umgang mit ihrer Angst vor Blackouts zu Beginn der Show half ihr der Ehemann von Rebecca Mir, 26, durch sein professionelles Training und die motivierenden Worte. Und ihr Body sind einfach auf einer Wellenlänge. Wir haben denselben Humor, das ist eine schöne Kumpelebene. Mit an ihrer Seite stehen für die Siegeschanzen bei Let's Dance sehr gut. Denn der Mannheimer trimmte seine Tanzpartnerinnen in den vergangenen Staffeln immer an die vordersten Plätze. Mit Sophia Tomala, 28, räumte er 2010 sogar den begehrten Pokal ab. Alle Infos zu Let's Dance im Spezial bei rtl.de.